Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Wir schauen mal, was der Tag so bringt. Ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen. Und der Tag bringt mit Sicherheit ein bisschen Aufregung mit. Ja? Es kann ja durchaus positive Aufregung sein, weil wir mit dem Schlüssel natürlich einen Erfolg irgendwo sehen. Und zwar einen schicksalshaften Erfolg. Irgendwas kann sich drehen in eine Richtung, verbunden mit kurzer Aufregung. Ich habe hier das Gefühl, das könnte auch das Ende einer Aufregung sein. Ne? Irgendetwas bewegt sich in diese Richtung, wo du sagst, okay, ich komme wieder in mein Gefühl der Sicherheit, ich bin nicht mehr flatterhaft, ich bin mit dem Haus hier natürlich auch auf einem Fundament. Das können hier Dinge sein, die betreffen das ganze Umfeld, den häuslichen Bereich. Die Familie. Ja, und es ist das Ende einer Phase des Zweifels irgendwie. Ja. Es werden einem hier Dinge klar. Uppala. Ja, es werden einem Dinge klar, wo etwas ungesund ist oder nicht den geraden Weg gehen kann und deshalb sich immer unsicher anfühlt. Und wir können hier schön neu starten. Ne? Wir können im kleinen Rahmen unsere Harmonie herstellen. Für die einen oder anderen können hier auch ein paar Konflikte winken, die man so mit anderen Personen hat. Genau diese Konflikte sind dann aber da, um etwas zu harmonisieren. Also du klärst es und dann hast du die Sicherheit zurück, so irgendwie. Ja? Guck mal, so fängt der Tag schon gut an. Also egal wie aufregend es wird oder was man hier beenden kann, um es zur Harmonie zu bringen. Das kann hier durchaus auch ein Thema innerhalb der Familie sein. Wir haben die Schlange, das Kind, die Lilien, die ja die Familienkarte auch ist. Und ihr habt hier noch einen Ass im Ärmel und es ist tatsächlich die beste Zeit heute. Oh, okay. Unterstützung ist auf dem Weg. Und es gibt einen Umbruch, in dem wir hier mehr im Hier und Jetzt leben können. Also so dieses vergangene Drama irgendwie abzulegen, scheint hier eine Rolle zu spielen. Kann natürlich hier auch immer wieder ausgelöst werden durch Personen, die dir dein Thema aufzeigen. Und hier hast du heute tatsächlich die Möglichkeit, diese Unruhe oder dieses Gefühl von wackeligem Boden zu verlassen. Du machst es hier nicht alleine, hier kommt Unterstützung. Irgendwie scheint es auch ein kluger Zug zu sein. Und es kann auch sein, dass sich hier was aufzeigt, wo du gedacht hast und am Ende war es gar nicht so. Also dieses, ich bilde mir ein Urteil und ich muss jetzt feststellen, dass dieses Urteil nicht richtig war und ich kann es korrigieren. Wir haben hier den Flow, also irgendetwas wird sich so erledigen, dass es wieder einen natürlichen Fluss gibt für dich, dass da keine Stockungen sind, dass da keine Stagnationen sind oder dass da der Punkt nicht mehr ist, wo du denkst, es geht irgendwie nicht richtig weiter.
Die Linde, guckt mal, hier haben wir die helfenden Hände. Und mit der Linde wird hier gesagt, Gemeinschaft macht stark. Suche irgendeine Gesellschaft, ne, mit irgendwelchen Menschen oder Wesen oder ja, mit etwas, wo du dich verbunden fühlst. Und die Linde war ja immer so ein Baum, auch wo man sich getroffen hat, wo man Geselligkeit und Frieden erlebt hat. Und es geht hier um herzliche Begegnungen, helfende Hände, Gemeinschaft, Unterstützung soll hier wohl das Thema begradigen, das wir hier haben. Da wir hier stark die Family und das Umfeld haben, kann natürlich auch sein, dass wir hier uns unterstützen müssen innerhalb der Familien. Ja, es geht darum, das Große und Ganze zu erkennen in dieser Legung. Vielleicht auch nach hinten zu gucken und zu revidieren, wo man gedacht hat, etwas wäre so und so. Und jetzt kommt hier dieser zündende Funke, wo man versteht, wie es wirklich war. Was sagt die kleine Eule? Wenn du reine Freude in deinem Leben gefunden hast, wirst du es wissen. Sie verbreitet sich unaufhaltsam und grenzenlos. Also, fokussiere dich auf die Freude, auf dieses, was da aufzuklären gibt, mit einem Durchschnaufer zu antworten. Und sich auch irgendwo zu freuen, dass jetzt so etwas an der Schale gebrochen wurde, das vielleicht alle irgendwie gehindert hat, weiterzukommen. Jetzt suche ich wieder was, wie immer, und finde es nicht, aber ich habe es gleich. Die Antworten der Engel wollte ich noch was sagen, denn die. Die Situation wird sich verbessern. Setze dich durch. Also gib hier nicht auf. Nimm die Bewegung mit, um im Hier und Jetzt in einen natürlicheren Flow zu kommen, wo so dieses, ich komme nicht weiter, ich fühle mich gehindert. Ich lasse mir jetzt auch mal bewusst unter die Arme greifen. Das ist ja auch so was, Hilfe anzunehmen in Situationen, wo man vielleicht auch irgend so einen blinden Fleck hat, wo man nicht richtig sieht, um was es wirklich geht, darf man sich hier ruhig auch mal von anderen unterstützen lassen. Auch das dürfen wir annehmen. Und jetzt, ihr Lieben, wünsche ich euch einen segensreichen, inspirierenden Tag mit diesen Energien. Ich drücke euch und bis morgen.